Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe schon allerhand Werkzeug-Adventskalender vorgestellt, damit halt auch die Männer oder diejenigen, die Bock haben, überhaupt Werkzeug-Adventskalender zu öffnen, hier so ein bisschen ihren Content bekommen. Und heute habe ich einen, den habe ich noch nie aufgemacht. Und zwar habe ich mir den Makita-Adventskalender bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In Relation zu den anderen, dann ist der schon teuer, ne? Also der kostet 99 Euro, die anderen lagen ja alle irgendwie so um 50, 60 Euro. Hier soll aber tatsächlich was richtig Krasses drin sein und ich bin mal gespannt, ob der mich von den Socken haut. Und ja, schön auf jeden Fall verpackt hier, ne? Dass man einfach so sieht, wie so ein Geschenkset, dann kann man das aufklappen. Erinnert auch so ein bisschen an den von Douglas, wenn ich überlege, dann schenkt er ihr vielleicht den Douglas und sie ihm den hier von Makita. Ich glaube, das passt. Und genau, dann haben wir hier einen Boxen-Adventskalender, was ich immer nice finde. Und hier unten drin sind dann auch noch Boxen. Also das ist schon schön gemacht, ne? Da haben sich, hat sich Makita, glaube ich, auch ein bisschen an den Damen-Adventskalendern, an den Beauty-Adventskalendern orientiert. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier gleich mal ein kleines, aber feines Unboxing. Preise dazu auszurechnen ist ein bisschen schwierig, ne? Weil du findest halt selten diese Einzelpreise bei dem Werkzeug. Wir gucken einfach mal, ob es generell einem selbst so wert ist. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen hier, abonniere mich doch super gerne. Ich würde mich mega freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen eigentlich Beauty-Reise begleiten möchtest. Und ich glaube, bei anderen Werkzeug-Adventskalendern hatten wir auch noch keinen Boxen-Adventskalender mit dabei, ne? Der möchte aber nicht offen stehen bleiben. Der macht immer einen Klappmann. Muss man einmal richtig nach hinten klappen, dann geht das. Hier habe ich jetzt den 1. Dezember und der ist richtig schön groß. Oh ja, das finde ich nice. Wir haben hier direkt schon mal so eine Aufbewahrung, wo wir dann unser ganzes Sortiment, was wir hier wahrscheinlich im Adventskalender finden werden, reinpacken können. Ich habe aber gelesen, dass hier deutlich mehr drin sein soll, als nur das, was hier in diesen in dieses Tray reingeht. Ne? Wir gucken mal. Ja, doch diesen ganz speziellen Duft hier. Hier haben wir den 2. Dezember und der fühlt sich sehr, sehr schwer an. Oh, da haben wir auch direkt so eine Halterung, ein Aufhänger. Eine Ratsche ist das dann auch quasi, oder? Ja, eine Ratsche. Geht aber nur in eine Richtung. Man hat hier auch richtig schön Grip, aber ich finde, der klebt hier so ein bisschen. Das finde ich persönlich nicht ganz so nice, ne? Schaut so einmal aus. Und das ist auf jeden Fall ein praktisches Tool, was hier auch sicherlich einen sehr schönen Platz finden kann. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ja, hier haben wir ein, so ein Schlüsselanhänger, so ein bisschen Werbegeschenk, ne? Finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Sowas kann man eigentlich auch wohl mal gebrauchen. Und ja, hier hast du dann halt die Möglichkeit, irgendwas dran zu machen. Kannst es hier dann auch abklipsen. Vielleicht ganz gut geeignet, wenn man jetzt irgendwie da so, keine Ahnung, ich sag mal, eine Stempelkarte oder sowas reinmacht oder so. Weiß ich nicht. So ein Ausweis. Hier haben wir auch wieder eine sehr schwere Nummer 4. Oh, guck mal. Das ist noch ein Sortiment. Und da ist direkt was drin. Das sind Bohrer. Wie cool. Das sind Holzbohrer. Das finde ich aber cool. Ganz ehrlich, Leute, ne? Kann man wirklich gut gebrauchen. Ich weiß, mein Freund hat sich sowas auch mal vor einiger Zeit gekauft. Wobei, das waren, glaube ich, was er gekauft hatte, waren Metallbohrer. Das hier sind ja Holzbohrer. Ich glaube, der wird den Adventskalender richtig feiern. Wie kriege ich dich denn auf? Hä? Wie gehst du auf? Kindersicherungen sind ja echt immer frech, ne? Ah, doch, das muss man abmachen, damit man hier drankommt. Ah! Das ist halt wirklich so eine Diebstahlsicherung auch irgendwie mit dabei. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, in der Farbe vor allem. Entschuldigung. In den Größen 4, 5, 6 und 8 und 10. Wirklich nice. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich richtig cool. Das hatten wir so in anderen Adventskalendern, jedenfalls nicht in dem Umfang. Einfach mal in der 4, ne? Schön. Der 5. Dezember ist ein bisschen kleiner. Das ist natürlich jetzt auch mal ein Unterschied. Okay, hier haben wir dann eine Verlängerung drin enthalten, die wir dann hier entsprechend für unser Handgerät verwenden können und da dann auch entsprechend unsere Bits aufnehmen können. Also eine Bitaufnahme mit Verlängerung quasi oder Adapter. Das war definitiv in anderen Adventskalendern etwas charmanter, sage ich jetzt einfach mal, gelöst, dass man besser auch gesehen hat, wo gehört jetzt was hin, ne? Oder steht das hier hinten drauf? Nee. Der 6. Dezember ist Nikolaus und hier darf gerne was Besonderes drin sein. Ist das süß! Das ist eine kleine Wasserwaage und ja, Das ist praktisch. Die ist hier auch scheinbar magnetisch, was ich immer sehr, sehr nice finde. Also das haben wir hier auch auf dem Bau gemerkt. Das ist sehr charmant gewesen. Kannst du dir auch einfach an den Gürtel oder an die Hosentasche dran klipsen, dann geht die nicht so schnell verloren, ne? Und hat halt hier auch zwei verschiedene
ja, Wassermeldungsgeschichten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß nur, dass irgendwas davon heißt Libelle. Ich glaube, das ist quasi das Wasser, nicht Wasserloch, die Luftblase da drin heißt Libelle, oder? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall finde ich das gut, dass es drin ist. Es ist sehr praktisch. Der 7. Dezember. Oh, wow, ja, nicht kleckern, sondern klotzen, ne? Das ist richtig geil. Du hast hier einfach mal 5 Bits drin. 6. Schön. Das ist einmal der Philips in der Größe 1, der Philips in der Größe 2, der Philips in der Größe 3, der Pozi in der Größe 1, der Pozi in der Größe 2 und auch natürlich der Pozi in der Größe 3. Der Adventskalender, der macht Freude. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ja, doch, das ist praktisch. Mein Freund hat sowas auch und das haben wir vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel, halt, ja, wenn wir einkaufen gehen, ne? Bei Thun zum Beispiel oder so, wobei die haben noch einen, wo du da den Euro reinlegen musst. Auf jeden Fall kann man das richtig toll an deinen Schlüsselbund dran machen und kann damit dann den Einkaufswagen entsperren. Finde ich klasse, weil man hat nicht immer so einen Euro zur Hand. Aber wenn du das an deinen Schlüsselbund machst, hast du auf jeden Fall schon mal was da. Das ist, ich meine, wir haben hier sicherlich auch allerhand Werbegeschenke drin, aber es sind Werbegeschenke, die Sinn ergeben, finde ich persönlich. In der Nummer 9 dürfen wir uns auch über ein Bit-Sortiment freuen. Holla. Es ist jetzt nochmal das gleiche. Pozi in der Größe 1, Pozi in der Größe 2, Pozi in der Größe 3, Philips in der Größe 1. Ja, es ist einfach nochmal das gleiche, ne? Aber da kannst du, glaube ich, auch nicht genug von haben. Mein Freund kriegt die auch ständig verloren. Und Philips in der Größe 2 und Philips in der Größe 3. Und du hast halt auch diese, also ja, Philips und Pozi Drive ist halt unterschiedlich, weil du hast halt bei dem Pozi Drive quasi diese Verstärkung noch mit dabei, dass du ein bisschen mehr Grip hast und dir die Schrauben weniger schnell ausnackeln, ist es, glaube ich, ne? Genau, so, weiter machen wir hier und dann werden wir mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Wow, das ist groß. Es ist eine Taschenlampe, kann man gut gebrauchen, definitiv. Und wenn ich sie meinem kleinen Sohn gebe, der aktuell super krass steil auf Taschenlampe geht, ich glaube, der freut sich darüber. Ja, das ist eine batteriebetriebene Taschenlampe, die du auch in deinen Schlüsselbund machen kannst. Super praktisch, kann man definitiv gut gebrauchen und passt auch in so einen Adventskalender, finde ich persönlich, rein. Weil auch beim Heimwerken, Handwerken, wie auch immer, hast du natürlich das Bedürfnis, auch mal in Ecken reinzugucken. Und sei es, dass dir dein Bit weggefallen ist. Ne? Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist ein bisschen kleiner, aber enthält auch wieder 5 Bits. Das ist echt krass, Leute, muss ich wirklich sagen. Hier haben wir drin enthalten den Torx in der Größe 20. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich jetzt hiermit weitermache. Egal. Den Torx in der Größe 25, weil hier stehen jetzt nicht drauf, wo packe ich jetzt welche Größen rein. Das hat man sonst ja öfters mal irgendwo auch mit beistehen. Ist hier jetzt nicht, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Dann habe ich auch noch den Torx in der Größe 25. Nochmal? Ja, genau. Das ist halt auch die meistverwendete Größe, ne? Dann auch nochmal den Torx in der Größe 30. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das Ganze vielleicht mehr beschriftet gewesen wäre, weil so siehst du ja auch nicht direkt, welche Größe du dann so rausnimmst, weil die Größe verschwindet quasi in dem Kästchen, ne? Also die siehst du hier halt nicht drin. Das ist nur so ein kleiner Monk-Gedanke von meiner Seite aus. Hier haben wir auch nochmal den Torx in der Größe 30. Schauen wir uns mal die Halbzeit an, die Nummer 12. Hier haben wir Impact Premier. Was bist du, Makita? 5-mal haben wir hier Bits drin enthalten. Oh, bist du so ein... Warte mal, das muss ich mal gucken. Ist das so ein Ding, wo die quasi da integriert sind? Das ist auch wieder so eine Art Schlüsselanhänger. Und dann hast du halt diese verschiedenen Bits in Langvariante. Kannst du dir halt gut so mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob das auch irgendwie so eine Art... Aua! Nein, das tat weh! Nicht abrutschen bei sowas, Claudi. Das sieht auf jeden Fall irgendwie nice aus, aber ich meine, ja gut, kann man gebrauchen. Ich glaube, das sind so die gängigsten Bitgrößen, die man so verwendet, ne? Also da haben wir sowohl den Pozi als auch den... Ja, das ist aber auch ein Philips, ne? Also hier haben wir Pozi, Pozi, Philips, Torx, Torx. Und welche Größen sind das eigentlich? Pozi 2, Pozi 3, Torx 25 und Torx 30. Kein Philips? Doch, Philips 2, da oben steht's. Wusste ich es doch. Und ja, das kannst du dann halt irgendwie an Schlüsselbund oder wo auch immer dran machen und kommst dann halt vielleicht schneller dran, hast direkt an diesem Bit selber. Der geht echt schwer raus, Leute, muss ich wirklich sagen. Auch diese Verlängerung am Start, ne, was ja auch ganz nice sein kann. Ich weiß nicht, ist das irgendwas Spezielles von denen oder so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Vorsicht wieder reinstecken, ansonsten au. Weil das ist hier auf dieser, ne, Abbildung so bunt, dass es irgendwie was Spezielles sein soll, dieses... Hat man dadurch irgendwie mehr Drehmöglichkeiten oder
dass es irgendwie stärker ist oder so. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ja, also schon cool, ne? Was wir hier jetzt auch schon zur ersten Halbzeit bekommen haben. Darf es nicht vergessen, theoretisch hätten wir jetzt auch werttechnisch das ausgegeben, was wir normalerweise für einen Adventskalender ausgegeben haben. Dementsprechend dürfen wir auch erwarten, dass das Ganze ein bisschen mehr abgeht. Aber es sind schon schöne Sachen drin enthalten. Mal gucken, was jetzt in der zweiten Halbzeit abgeht. Da habe ich jetzt hier die Nummer 13 und die ist wirklich auch sehr schwer. Cool finde ich halt einfach, dass du hier auch wirklich immer direkt diese ganzen Sortimente hast. Das ist ein Steinbohrer, wie geil. In der 4, 5, 6, 8 und 10 haben wir das hier drin. Das finde ich ja mal so geil, dass du hier komplett auch diese Bohrersortimente mit dabei hast. Kannst du wirklich gut gebrauchen. Wie oft hat mein Freund das auch, dass sie dann irgendwie stumpf werden, abbrechen, wie auch immer. Und dann brauchst du halt auch immer wieder neue, ne? Gerade wenn man die halt auch wirklich viel verwendet. Nice. Der 14. Dezember enthält... Oh, auch das ist cool. Für eine Stichsäge sind das unterschiedliche Sägeblätter. Da weiß ich jetzt nicht, Super Express steht hier drauf. Das ist für Holz, Metall und für Hybrid, also sowohl Holz als auch Metall. Sowas kann mein Freund auch immer gut gebrauchen. Das ist ein richtig geiler Adventskalender, Leute. Also für jemanden, der gerne heimwerkt und so, das kann ich jetzt euch schon sagen. Das ist ein mega geiler Adventskalender. Mein Freund, wenn er das sieht, der wird aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Krass. Link ist natürlich in der Infobox, ne? Hier halte ich jetzt eine relativ leichte 15 in den Händen. Und hier haben wir auch wieder ein kleines Werbegeschenk. Nein, ist das süß. Braucht kein Mensch, aber wie geil. Das ist Makita, ein Akkuschrauber als Schlüsselanhänger. Vielleicht cool, keine Ahnung. Oder die Nagelfeile in einem Werkzeug-Adventskalender. Ich finde es großartig, würde es aber niemals an meinen Schlüsselbund machen. Der 16. Dezember ist auch wieder sehr, sehr schwer. Und hier haben wir Langbits drin. Nüsse haben wir hier drin. Oh, nicht schlecht. Und zwar was für Nüsse? Die sind ja klasse. Die kannst du hier auch direkt dran machen, ne? Glaube ich. Ja, genau. Da brauchst du halt auch nicht die Verlängerung für. Wo kann ich denn einstellen, dass es auf die andere Seite gehen soll? Wahrscheinlich hier oben drehen, oder? Ah, doch. Man kann es hier oben einstellen. Bei diesem Kreis, bei diesem Kranz, ne? In welche Richtung gedreht werden soll. Genau. Schön. Also, das finde ich wirklich. Also, cool. Ach, doof. Und jetzt habe ich das ein paar Mal angefasst und jetzt geht schon hier dieser Makita-Markenname weg. Das ist schade, Leute. Habe ich zu ölige Finger? Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir diese langen Nüsse, nenne ich sie jetzt einfach mal, in 11 mm. Sehen übrigens auch wirklich gut aus, ne? Letztens ist mein Freund auch irgendwie mit seinem Nusskasten, nennt man das so, ich weiß es nicht. Ich nenne das immer den Nüssekasten. Durch die Gegend gelaufen, hat irgendwas damit auch geheimweg, weil unsere Spülmaschine kaputt war. Übrigens hier das Amorelie-Adventskalender-Unboxing. Dann haben wir dann auch noch eine Nuss in 10 mm. Selbstverständlich mit 9 mm. 8, 7, 6 und unerwarteterweise 5 mm. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und da haben wir auch wieder Bits drin. Das sind Schlitzbits. Selten gibt es nur noch Schlitzschrauben eigentlich, ne? Was ich auch gar nicht so schlimm finde, denn die sind wirklich ätzend. Hatten wir hier im Haus ganz, 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 ganz viele. Da haben wir einmal die 1,2 mal 6,5, nochmal 0,8 mal 5,5. Nochmal 0,6 mal 4,5 und auch die zum zweiten Mal. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember halte ich hier etwas relativ Leichtes in meinen Händen. Und das ist ein Duftbaum. Nein, es ist ein Kühlschrankmagnet. Okay, Entschuldigung. Ja, super, ne? Schön. Vielleicht ganz süß fürs Büro. In der Nummer 19 rappelt es im Karton, Tong, 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 Tong. Denn hier sind die ganzen Bits rausgefallen. Ui, das sind Torx-Bits und zwar einmal der T10, der in der Größe 15, nochmal in der Größe 15, nochmal in der Größe 10 und in der Größe 20. Und apropos 20, wir sind jetzt im 20er Bereich, hier habe ich auch den 20. Dezember, kann man immer gebrauchen, das ist ein klassischer Meterstab von Makita, ne? Also einfach so ein kleiner Zollstock, der auf einen Meter geht. Finde ich immer ganz praktisch, habe ich bei mir auch im Schreibtisch, ne? Verwende ich auch relativ häufig. Am 21. Dezember haben wir jetzt ein kleineres Büchschen und hier sind auch wieder Bits drin enthalten. Das sind Inbusse in der Größe 6, nochmal in der Größe 6, in der Größe 5, nochmal in der Größe 5 und last but not least in der Größe 4. Wow, die Nummer 22 ist auch wieder richtig schwer. Hier haben wir noch so ein Bohrerset drin. Also das ist richtig nice. Das ist wahrscheinlich Metallbohrer, ne? In 2, 3, 4, 5, 6 und 8 habe ich die hier drin enthalten. Und das ist für Metall, genau. Das ist richtig nice. Also hier hat man ein richtig gutes Bohrerset. Wir haben jetzt zwar noch keinen Bohrer hier drin. Vielleicht kommt das noch. Aber ich glaube, mein Freund hätte auch definitiv den dazu passenden Akkuschrauber, ne? Ja, ein Bitsortiment fehlt uns noch. Und das wird jetzt hier am 23. Dezember auf uns zukommen. Da haben wir jetzt noch weitere Torx. Nein, Quatsch. Doch.
Was bist du? Inbus bist du. Die sind aber... Nee, bist du nicht. Doch, bist du wohl. Das sind Imbusse. Aber krass. Okay, wir schauen mal. Nee, einmal haben wir hier den Torx 40er, einen großen. Und das sind aber Inbusse. Das ist einmal in der Größe 2, 2,5, 3 und selbstverständlich 4. Und somit haben wir hier unser kleines Sortiment, was echt schwer geworden ist, vervollständigt. Es schaut richtig nice aus. Ich glaube, die Bits habe ich jetzt nicht perfekt angeordnet, aber auf die Schnelle sieht es jetzt so aus. Die Nüsse da sind angeordnet. Dann haben wir hier die Verlängerung und den Adapter, ne? Hier oben haben wir dann auch noch die entsprechende Aufnahme dafür. Genau, finde ich richtig cool gemacht. Ich glaube, das wird bei uns auch echt häufig in Einsatz sein. Dann schauen wir mal gemeinsam in das Highlight hinein, die Nummer 24. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich ein Flaschenöffner oder sowas. Das haben die ja meistens auch drin enthalten. Ja, das ist ein Flaschenöffner. Aber sehr verrückt. Denn der sieht einfach aus wie ein Akku, aber du kannst da die ganzen Flaschenöffner-Dinger drin sammeln. Hätte ich jetzt geil gefunden, wenn die das hier oben irgendwie hätten aufklappbar gemacht. Warte mal. Nee, kannst du leider nicht. Das ist ja blöd. Och Mensch. Naja, so schaut es auf jeden Fall aus. Hier unten haben wir die Öffnung, wo man dann die Flaschen mit öffnen kann. Vielleicht finde ich noch irgendwie eine Möglichkeit, wie ich das so aufmachen kann. Aber es sieht schon cool aus, ne? Dass man hier quasi dann so einen kleinen Akku hat, wo dann die ganzen Kronkorken drin gesammelt werden. Schade, dass der nicht aufgeht. Irgendwie geht das doch bestimmt. Ich will das Ding jetzt aber nicht kaputt machen. Ich will das ja gleich meinem Freund schenken. Das ist schade. Also ich glaube wirklich, dass das hier der beste Werkzeug-Adventskalender ist, den man dieses Jahr so bekommen kann. Also vor allem von der Vielfalt her, dass wir diese Bohrer, die drei verschiedenen Bohrersets mit dabei haben, dass du hier auch ein paar Tools mit dabei hast. Also so ein bisschen Werbematerial ist eigentlich ganz süß. Das sind halt so Füllprodukte. Dieses Komplettset finde ich auch richtig wertig, richtig nice, gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, dass man damit halt den Menschen, die Person, der man das halt schenkt, richtig glücklich machen wird, weil da hasse richtig was, ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass ich noch so ein Ding kaufe und das meinem Papa vielleicht schenke oder so. Und da wird er seine Freude mit haben, weil Makita ist halt auch einfach so eine Marke, die kennt man halt, ne? Und da verbindet man auch entsprechend was mit. Finde ich cool. Also, ne? Sehr geiler Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.